herzlich willkommen beim YouTube Mean Channel und wir machen heute mal was ganz anderes und zwar erstmal ein bisschen Warm-up. Das ist genau das, was ihr bisher nie zu sehen bekommen habt, wenn ich hier die Videos hochlade. Also machen wir mal zum Spaß. So sieht das dann aus, ne? Und dann werden die Fingerchen ein bisschen aufgewärmt. Ihr wisst ja, ich habe ganz lange Zeit schon nicht mehr Gitarre gespielt. Ja, jetzt haben wir ja schon ein paar Videos hochgeladen. Das heißt, das bin nicht nur ich, sondern das ist mein Kumpel hinten im Off. Der hält jetzt gerade diese Kamera. Kannst gerne mal kurz Hallo sagen. Ingo, das ist die Leute. Ich nenne dich jetzt Ingo. Und der macht immer diese prima Aufnahmen, also schon mal Dankeschön, Ingo. Ja. Heute läuft das mal ein bisschen anders ab. Ich habe gedacht, wir machen mal sowas wie einen kleinen Gitarren-Workshop. Ist auch vielleicht für mich mal eine ganz gute Übung, ja, weil wir nehmen sonst immer die Videos auf und dann nehmen wir meistens auch aus Zeitgründen schon gleich den ersten Take, was ein bisschen ungünstig ist. Weil, ich meine, ihr hört es selbst, wenn ihr die Aufnahmen euch mal reinzieht. Es ist immer noch fehlerhaft, es sind auch Flüchtigkeitsfehler drin, die ich dann auch schon mal ein bisschen ärgerlich finde. Deswegen denke ich einfach, ich brauche einfach noch ein paar mehr Stunden zum Üben. Und ich habe gedacht, hey, machen wir das nicht einfach so, ihr seid dann dabei, ja, und kriegt das einfach mal so ein bisschen mit. Ja, also wir machen das ein bisschen als Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja, okay, also was gibt's zu sagen? Wir hatten doch mal so ein Negative-Medley hatten wir doch mal gehabt. Ist gar nicht so wahnsinnig lange her, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt. Das war Part 1. Aktuell arbeite ich an Teil 2. Und da muss ich echt sagen, also es ist wahnsinnig tricky. Ja. Und ich habe ja meinen Schwerpunkt, als ich mit Gitarre angefangen habe, das war 1988 offiziell. Ein bisschen früher eigentlich, aber 88 habe ich erst dann so richtig Bock gekriegt. Und mein Schwerpunkt lag immer auf der Rhythmusgitarre. Die Rhythmusgitarre, das ist, ich sag's immer wieder, das Ein und Alles, das ist das Fundament, das ihr als Gitarrist braucht. Ja. Das macht keinen Sinn, wenn ihr gleich nach 2-3 Wochen dann anfangt, hier irgendwelche Soli von Satriani, Eddie Van Halen und Co. Euch versucht drauf zu schaffen, wenn ihr keine solide Rhythmusgitarre drauf habt. Ja. Und ich darf eigentlich gar nicht zu viel sagen, weil ich habe auch meine Schwächen im Moment noch. Ja. Und ich bin noch nicht wieder so voll auf meinen 100% meiner spielerischen Fähigkeiten, die ich mal hatte. Aber dafür machen wir das ja jetzt hier mal so eine Momentaufnahme, ja, und ihr kriegt einfach mal ein bisschen mit, wie ich so, was so meine Arbeitsweise üblicherweise ist, meine Vorbereitung, und ihr könnt jetzt auch ganz genau, ihr könnt mir jetzt echt auf die Finger gucken, weil ich sitze jetzt hier auch ganz ruhig, ja, und wir versuchen mal ein paar Sachen, und mein Negative Medley, das hat es echt in sich. Ich rede jetzt mal vor allen Dingen von dem zweiten Teil, weil da ist wirklich eine Rhythmusgitarre, die ist, also keine Ahnung, ey, wie soll ich das beschreiben? Ja, Dave Mustaine ist geistesgestört, ja. Was Songwriting angeht und gerade die Gitarrenriffs, da wird mir Kamerakind Ingo auch zustimmen. Ja, und
wir steigen einfach mal soft ein, ne, ist gar nicht so soft. Ich gebe euch mal ein Beispiel, eine wirklich geile Rhythmus-Gitarrenarbeit von Dave Mustaine, das hatten wir noch nicht, das kommt im Teil 2 dann, wenn ich mal ein Medley mache. Lass mal überlegen. Eines von meinen Lieblingssongs von Megadeth, bestimmt Top 5, ist Mary Jane. Ich versuche mal was. So, jetzt pass mal auf. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gemerkt habt. Okay, jetzt hatten wir also mal einen kurzen Einblick. Ich zeige es nochmal in langsam, damit ihr wisst, wovon ich hier gerade rede. Ja? Und zwar. Habt ihr das gesehen? Dieses. Das ist jetzt wieder so typisch Dave Mustaine. Das ist eine fiese kleine Spielerei von ihm. Das sind praktisch zwei Akkorde, die zu einem verschmelzen. Vor allem in dieser Geschwindigkeit, wo das eigentlich gespielt wird. Ja. Ist eine fiese Sache, weil eigentlich, man hätte es auch einfacher spielen können, einfach dieses. So, ja. Hätte man natürlich machen können. Aber es muss natürlich Megadeth-mäßig, also schon ein bisschen schwieriger. Also ich zeig's nochmal in der richtigen Geschwindigkeit. Ist echt eine fiese kleine Sache, ja. Und aber ich würde sagen, was Megadeth angeht, es geht noch fieser. Und ich muss mich jetzt innerlich schon mal vorbereiten, wenn ich das jetzt hier bringen will vor der Kamera, so wirklich so aus dem Nichts. Ich probiere es mal. Seid nicht zu streng, wenn es nicht gleich von Anfang an wirklich klappt, aber ganz im Ernst, Leute. Oh, das ist echt harte Rhythmikarbeit, ja, für einen Gitarristen. Und aber das ist eigentlich genau das, was die Megadeth-Sachen so ein bisschen ausmachen. Und jetzt habt ihr ungefähr so eine Vorstellung, was dann im nächsten Medley dann so auf mich zukommt. Wollt ihr noch einen? Haben wir noch Zeit? Ich glaube, ja, machen wir mal. Also das erste Mal Mary Jane, das jetzt war The Conjuring und jetzt machen wir mal gucken, ob ihr es erkennt. Das war Anger 18, ja. Also eine Wahnsinns Gitarrenrhythmik-Arbeit, die dahinter steckt bei Megadeth und hat mich auch sehr beeinflusst, schon in meinem eigenen Songwriting.
wie man das vielleicht, wenn ihr jetzt zurückspult, bei meinem Warm-up-Stück gehört hat. Das ist nämlich was Eigenes. Das habe ich irgendwann mal, keine Ahnung, wann mal selbst so niemals fertig geschrieben, aber das ist mein Warm-up-Kram, wo ich ganz gerne mal spiele. Gibt noch ein paar andere Sachen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir machen das jetzt nicht so wahnsinnig lange, das Video, weil ich will jetzt auch nicht zu viel. Das ist auch jetzt mal vielleicht auch mal nur ein Probelauf. Ich weiß nicht, ob das online gehen wird. Ja, wir hatten das letzte Mal Judas Priest. Ja, das war Nightcrawler, ihr erinnert euch. Und ja, wenn wir Zeit haben, wir machen noch vielleicht ein, zwei kurze Sachen. Sagen wir mal so ein Zwei-Song-Medley, das machen wir gleich. Aber wir machen vorher, glaube ich, einen kurzen Break für unser Kamerakind. Thank you. So, also, Judas Priest, heute nochmal für euch. Mal gucken, ob ihr das alle erkennt. Vielen Dank, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und liken nicht vergessen.